Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Faulapfelbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, sind wir zurück in Sarkatonk. Und ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einfinden hier, glaube ich. Weil das ist ja jetzt doch schon eine Zeit her. Aber warum hast du einen Teller in der Hand und warum stehst du vor der Tür? Okay, man weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall mit unseren drei Absolventen der La Fiesta Tech Universität wieder zurück zu Hause. Und ich denke, es wird langsam Zeit für was Neues. Also ich habe ein bisschen umgestaltet. Ich habe hier zum Beispiel, wir haben einen neuen Fernseher, den ich sehr, sehr schön finde. Mein neues Sofa, so das ganze Wohnzimmer ist eigentlich so ein bisschen anders geworden. Ich glaube, ich habe auch den Kamin umgefärbt, weil der war irgendwie nicht so schön. Und ich musste auch ein paar Dinge einfach ersetzen, weil ich den Großteil von meinem Custom-Content rausgenommen habe und es war nicht so dramatisch wie bei Into the Future, wo wir jetzt einfach komplett ein neues Haus gebaut haben, aber es war trotzdem nicht so schön. Zum Beispiel hier ist auch der Zaun, den ich verwendet hatte, ist weg. Ich habe den dann einfach gelöscht, weil der durch was irgendwie total hässliches ersetzt worden war. Und ja, auch hier glaube ich, ich denke, dass die Fenster anders sind. Das Dach sieht leider auch nicht mehr so schön aus, weil auch der Zaun, den ich hier verwendet hatte, gelöscht worden war. Und deswegen habe ich ihn einfach ganz gelöscht. Und ich denke, wir werden auch einfach bald umziehen, weil wir einfach mehr Platz brauchen. Es ist doch ein bisschen klein. Ich weiß nicht, wie lange die drei jetzt noch zu Hause wohnen werden. Aber ich habe auch ehrlich gesagt einfach Lust, neues Haus zu bauen. Mir macht das gerade so Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Let's Play-Serie die letzten Tage verfolgt habt. Aber das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wo wir ein neues Haus für Lucy und Don gebaut haben. Es ist auch noch nicht ganz fertig. Es kommt auf jeden Fall auch nochmal mindestens eine Folge in den nächsten Tagen irgendwann, weil mehr Geld übrig geblieben ist am Ende, als ich dachte. Also ich dachte eigentlich, ich hätte so ziemlich alles verbraucht. Aber als ich sie dann umziehen habe lassen, waren irgendwie noch 20.000 übrig. Und die müssen wir jetzt noch irgendwie verbraten. Deswegen kommt da auf jeden Fall nochmal was, bevor wir dann weiterspielen können. Ja, aber ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob wir dann irgendwie nochmal so eine Serie machen sollen, weil das war cool. Das hat mir super viel Spaß gemacht. So, was haben wir denn jetzt hier? Was wünschst du dir denn? Semester mit gut abschließen? Nein, du bist nicht mehr auf der Uni, Finn. Lass das. Lass das. Und wir haben hier auch, ja, Fahrgemeinschaft für Alva. Alles klar. Da wollte ich hin. Nachdem Frieda Hummel ihr Studium in den schönen Künsten mit sehr gut abgeschlossen hat, erhält Frieda jetzt Jobangebote auf Level 4 der Musik, Gastronomie und Filmkarrieren. Filmkarriere? Sowie das höchstmögliche Einstiegsgehalt. Um die verfügbaren Jobangebote für Frieda zu sehen, lade ich jetzt den Lebenslauf hoch. Okay. Oh, für die Jungs gab es irgendwie keine Meldung. Vielleicht, weil die beiden nur mit gut abgeschlossen haben, oder? Felix auch? Ja, Felix auch. Aber wir werden sehen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal für Felix einen Job suchen. Er hat keinen eigenen Computer, ne? Er hat keinen eigenen Computer. Dann benutze mal den hier von Frieda. Und ich bin blind. Wo ist es denn? Jobs und Berufe. Hä? Kann ich hier nicht irgendwo auf Job suchen? Klicken? Nein? Nein, geht das nicht? Ich habe ja den Job-Overhaul im Spiel. Aber wir machen jetzt mal Lebenslaufhilfe hochladen. Bei Finn bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das jetzt machen, weil ich möchte ja, dass er Videospielentwickler wird. Aber wir müssen erst den Einfluss steigern. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt großartig lohnt, dass wir uns einen anderen Job suchen. Und dann wieder durch diesen Zyklus mit Bewerbungsgesprächen und so uns da durchackern. Wenn er auch einfach jetzt zu Hause sitzen und Videospiele spielen könnte, um seinen Einfluss zu steigern. Und Frieda? Bei Frieda weiß ich auch nicht so genau, was wir machen sollen. Ich meine, sie könnte auch einfach Malerin werden. Vielleicht wird sie auch einfach Malerin. Ich weiß es nicht. Ich kann mich gerade sehr schlecht entscheiden. Maria Sesamat möchte plaudern. Ja, Vegamil. Ist okay. Alva, du könntest hier ins Gewächshaus mal reingehen und die Pflanzen pflegen. Fällt mir gerade ein. Oh, wir werden uns so ein schönes neues Gewächshaus bauen. Ich habe schon ein Haus mir ausgesucht. Also zumindest den Floorplan von diesem Haus finde ich sehr, sehr schön. Was ich dann gerne nachbauen möchte. Ich muss nur gucken, wann ich genug Zeit habe, um das zu machen, weil das frisst schon echt viel Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt für das... Was machst du da? Da ist gar keine Pflanze. Was tust du? Warum gießt sie denn... Excuse me? Okay, vielleicht waren die Folgen von meinem Custom Content rausnehmen doch etwas weitreichender, als ich dachte. Hast du jetzt seinen Lebenslauf schon hochgeladen eigentlich?
Also ich muss jetzt eh arbeiten. Ja, upsi, das wollte ich nicht wegklicken. Ja, dann geh arbeiten. Wir können das Geld sowieso sehr gut brauchen. Oh, sie sieht schick aus mit ihrer Mütze. Muss ich fast kurz ein Bild machen von ihrer coolen Kochmütze. Ja, okay, ihr Gesichtsausdruck ist jetzt ein bisschen... Ich guck mal ein bisschen normaler, dankeschön. Nein. Naja. Naja, das Bild hat ich mir schöner vorgestellt. Ja, dann geh mal kochen. Geh mal mit deinen Kollegen dich unterhalten. Alva hat jede einzelne Samenart gesät und somit die Fähigkeiten Herausforderung Meisterpflanze abgeschlossen. Was macht das denn? Was passiert dann? Ah, falsche Fähigkeit. Meisterpflanze. Ein Meisterpflanzer muss jede Pflanzensorte säen, die es im Spiel gibt. Wenn du erst einmal alle Arten erkundet hast, wird bei deinen zukünftigen Pflanzen auch viel weniger Unkraut wachsen. Okay. Okay. Klingt interessant. Klingt sehr interessant. Felix, was machst du da? Könnt ihr nicht durch die Tür gehen? Oder was ist jetzt hier das Problem schon wieder? Warst du jetzt schon hier oben am Computer? Muss ich denn jetzt schon wieder... Ach nein, wir müssen ihm ja keinen Job suchen. Er hat ja schon einen Job. Bin ich doof? Ja klar. Er hat ja vorher schon als Arzt gearbeitet. Und jetzt ist er erst im Praktikum auf Level 5. Und verdient 167 Simoleons. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht sollten wir ihm auch einen eigenen Laptop kaufen. Warum könnt ihr da nicht reingehen? Da ist eine Tür. Ich habe die da vorher hingebaut. Willst du mich verarschen? Muss ich das jetzt echt hier extra nochmal... Da ist eindeutig eine Tür. Die ist nicht mit Move Objects On platziert oder sowas, sondern du kannst die benutzen. Du kannst hier einfach reingehen. Mach das doch mal, bitte. Och nee, komm. Och nee. Nee, das ist doch jetzt blöd. Muss ich dich jetzt hier rein teleportieren? Aber Finn ist auch reingekommen. So, was macht ihr zwei jetzt hier für Probleme? Nein, Frieda. Frieda, benutzt einfach die Tür. Okay, sie hat sich auf die Toilette teleportiert. Nein, nicht in die Hose machen. Macht sie sich jetzt trotzdem noch in die Hose? Was ist denn jetzt hier schon wieder passiert? Was soll das denn jetzt schon wieder? Wieso? Oh. Oh, Mann. Okay, dann muss ich dich jetzt wohl hier rein teleportieren. Was ist das schon wieder? Was? Hä? Wie seltsam. Finn ist ganz normal... Ach nee, Finn ist nicht ganz normal hier reingekommen, obviously. Aber jetzt seid ihr hier drin und jetzt könnt ihr Sachen machen. Hier drin vielleicht. Frieda zum Beispiel, du solltest duschen gehen. Weil du dir völlig sinnloserweise in die Hose gemacht hast. Mann. Was wir auch auf jeden Fall tun werden... Ist, wo ist denn der Boyfriend? Da. Frieda hat ja einen Freund aus Ägypten. Und den werden wir zu uns nach Hause einladen. Oder wir fliegen nach Ägypten. Oder wir fliegen nach Ägypten und, nehmen ihn dann einfach mit nach Hause. Das erscheint mir fast die bessere Idee. Aber Finn hat ja auch eine Freundin. Und die werden wir einladen, weil zur Uni müssen wir nicht reisen, weil das ist einfach langweilig. Deswegen ruf doch mal hier an. Und lade sie zu einem Besuch ein. Oh, wer ist jetzt gerade ein Nerd geworden? Oh, Ture ist ein Nerd geworden. Ja, schön. Ja, wie schön. Okay, lade doch Jessie mal ein. Dann kommt sie wahrscheinlich morgen früh irgendwann hier angebracht. Und dann können wir sie fragen, ob sie gleich hier einziehen möchte. Ich muss, glaube ich, innerhalb der nächsten Woche das neue Haus fertig kriegen. Weil sonst haben wir keinen Platz. Deine Gäste werden morgen um 9 Uhr eintreffen. Ja, sehr gut. Sehr gut, dann kannst du jetzt den Rest des Tages eigentlich... Hier, das Bad ist frei. Und dann kannst du... Frieda, geh jetzt mal weg hier. Geh mal weg da. Finn möchte auch das Badezimmer benutzen, okay? Geh einfach mal da zur Seite. So, kannst du das benutzen. Und dann kannst du den Rest des Tages... Oder haben wir eine Spielekonsole? Wir haben keine Spielekonsole. Das ist aber tragisch. Aber ich glaube, die Nerdfähigkeit steigt auch an, wenn man Computerspiele spielt, right? Spielen wir ein bisschen SimCity. Haben wir hier oben eigentlich... Wir haben einen Schreibtisch. Aber da ist eh kein... Okay, wisst ihr was? Ich verkaufe jetzt diese Uralt-Computer hier. Und dann kriegt einfach jeder von den Kiddies einen eigenen Laptop. Wir haben es ja. Hier, Frieda kriegt den hier in... Ja, in welcher Farbe wohl? Vielleicht in grün? Dann passt es zum Rest ihres Zimmers. Ja, boah, das finde ich super schön. Okay, Frieda kriegt den hier in grün und Felix bekommt ihn in silber.
Weil, ne, die brauchen ja nicht diesen mega teuren hier. Das sind ja keine Zocker. Das sind ja Casuals. Die brauchen das ja nur für so Dinge wie, keine Ahnung, ihren Lebenslauf hochladen oder chatten oder was weiß ich. Hier, du kriegst den auch in dein Inventar, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Der Stuhl da ist hässlich. Wieso habe ich den noch nicht verändert? Ich weiß es nicht. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Gut, dann können die jetzt mit ihren Computern machen, was sie möchten. Was macht Alva? Alva, ich möchte, dass du mit deinen Kollegen ein bisschen rumhängst. Gut. Und Finn kann jetzt SimCity spielen. Da muss ich hier mal kurz gucken, ob das denn seine Nerdfähigkeit erhöht. Gehst du bitte von der Tür weg? Dankeschön. Number. Ja, ja, jetzt stellen sich beide vor die Tür? Nee, oder? Nein. Okay, sehr gut. Finn, tu bitte, was ich dir gesagt habe. Und, oh, er möchte auch, er wünscht sich, seinen Computer zu verbessern. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich weiß nicht, ob dabei dann was Anständiges rauskommt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, wir müssen hier mal wieder drin aufholen. Was macht eigentlich Ture? Hast du irgendwas zu tun? Ach, oh mein Gott, er hat ja auch noch einen Job. Ich dachte, er wäre schon längst in Rente. Ja, dann geh mal auf die Toilette. Geh mal auf die Toilette erstmal. Und dann müssen wir Rechnung bezahlen? Nee, aber wir können mal die Post holen. Und dann, was wollte ich ihm gerade zu tun geben? Er soll seine Charisma-Fähigkeit erhöhen. Also gehst du mal hier oben ins Bad und übst ein bisschen. Dankeschön. Dankeschön. Naja, er verdient auch gar nicht mal so wenig. Aber dafür, dass er schon Level 8 ist, ist dann doch irgendwie wieder wenig. Er hat auf jeden Fall, oder? Ja doch, für Ture. Die Neumann-Gesellschaft für mechanische Vortrefflichkeit möchte dich, Ture Hummel, beglückwünschen, dass du das allerhöchste Level der handwerklichen Fähigkeiten erreicht hast und über ein absolut vorbildliches Geschick verfügst. Bitte nimm dieses hübsch eingerahmte Zertifikat an und stelle es stolz zur Schau, damit alle Welt sieht, wie großartig du bist. Hö, was ist das denn? Das Restaurant möchte mit neuen Zutaten experimentieren. Was sind denn blaue Weintrauben? Sind das die normalen Weintrauben? Oder sind das besondere Weintrauben? Das klingt jetzt nach einfach normalen Weintrauben. Die sind zwar jetzt nicht so wahnsinnig blau, aber was soll's. Okay, und Frieda, schreiben als Lebensunterhalt. Sie könnte natürlich auch eine Autorin werden, ne? Bestseller-Autoren machen einen Haufen Geld mit Tantiemen. Aber an diesem Ziel bist du leider noch lange nicht angekommen. Einer Jakobsen kennt da jemanden im Verlag. Und wenn du es schaffst, pro Woche 500 Simoleons Tantiemen einzubringen... Tantiemen? wird sich einer Jakobsen dafür einsetzen, dass deine Tantiemen erhöht werden. Nein. Tatsächlich möchte ich lieber, dass Frieda malt. Das möchte ich wirklich lieber. Okay, und Finn ist wohl fertig mit dem Übertakten. Der Computer läuft zwar nicht schneller, aber die Grafik ist bedeutend besser. Aber der Wunsch wurde aber trotzdem nicht erfüllt. Können wir da noch was anderes machen? Wo ist dein Laptop? Hast du den jetzt einfach hier stehen lassen? Du traust dich ja. Du traust dich. Kann ich den denn... Der ist einfach schon sehr gut, glaube ich. Dann lösche ich jetzt diesen Wunsch eben. Und was möchtest du denn? Er möchte das gegrillte Käse-Rezept lernen. Ist aber... Okay, er ist Level 1. Oh, ja, komm. Hol mal hier das verdorbene Essen raus. Dann räumen wir hier ein bisschen auf. Das legen wir auch weg. Und dann kannst du hier was zum Abendessen kochen. Oder haben wir noch was? Ja, nicht so... Eher so Frühstücksmaterial. Dann mach doch... Macaroni mit Käse. Und dann können wir vielleicht diesen Wunsch auch gleich noch erfüllen. Kann eigentlich irgendjemand von den Gärtnern? Nicht, ne? Niemand. Doch, Felix so ein bisschen, aber nicht so wirklich viel. Aber Frieda kommt ja gleich nach Hause. Alva kommt gleich nach Hause. Und dann können wir uns weiter um den Garten kümmern. Ich hoffe, dass sie hier reinkommt. Ich weiß nicht, was das schon... Das ist echt ein bisschen blöd. Dass sie mit den Türen so Probleme haben. Aber bald haben wir es ja hinter uns sind, dann ziehen wir in ein neues Haus um. Da haben wir dann viel mehr Platz und das wird wunderschön. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hinziehen, aber ich glaube, ich hätte Lust auf Aurora Skies. Ich finde es so schön da. Okay, Frieda ist fertig. Oh, wo? Oh, ich dachte, sie wäre schon auf Level 10, aber sie ist gerade befördert worden. Und zwar ist sie nun Küchenchefin. Jedes Restaurant, das etwas auf sich hält, braucht eine Vision. Eine Vision, die ausgefallene und ausgeklügelte Gaumenfreuden verspricht. Als Küchenchefin bist du für die Kultivierung dieser kulinarischen Trends zuständig und lässt dir dabei von nichts und niemandem den Brei verderben. Ja, nice. Und wir sind zu einer Party eingeladen, aber das können wir uns jetzt nicht. Nee. Ich wusste es. Ist so ein, wir müssen diese besonderen Weintrauben aus Frankreich, wollen die haben.
Ich weiß nicht. Da müssen wir ja nach Frankreich fahren und wir müssen ja sowieso auch nach Ägypten fahren. Nee, komm, das machen wir nicht. Nein, das auch nicht. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir konzentrieren jetzt uns auf hier zu Hause und auf Ägypten. Und dann wird das... Sonst ist das einfach zu viel. So, kannst du jetzt hier reingehen? Glückwunsch, Finn hat für die Fähigkeit Kochen Level 2 erreicht, um ganz jetzt gegrillten Käse zu bringen. Was ist denn hier gerade los? Das ist ja inflationär. Kann sie da nicht reingehen, oder was? Oh, das ist gerade so laut. Was ist mit dem Regen? Doch, sie kann da reingehen. Was war das dann vorher? Naja. Dann, jetzt pflegt das erstmal. Was haben wir denn jetzt hier für Pflanzen am Start? Ich muss mal mein Gedächtnis auffrischen. Wir haben, da ist eine Kartoffelpflanze, Kürbisranke, Geisterchili, Zwiebelpflanze, Pflanze des Lebens, Käsepflanze. Wo ist die Steakpflanze? Und die Eierpflanze und die Burger-Patty-Pflanze. Haben wir die im Wintergarten? Das ist bestimmt... Ach so, wenn wir jetzt umziehen, dann müssen wir die Steakpflanze nochmal neu anpflanzen. Das ist auch irgendwie blöd. Das ist auch irgendwie blöd. Naja, aber die ist eh noch... Also da ist ja noch nicht wirklich was passiert. Das ist nicht so schlimm, glaube ich, wenn wir die einen kleinen Fortschritt verlieren. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal die Pflanze des Lebens ernten, glaube ich. Haben wir da noch was? Nee, haben wir nicht. Schade. Aber wir haben hier Eier und Käse. Okay. Ja gut. Ja gut. Das kriegen wir alles hin. Hier Steak und Patties haben wir auch im Inventar. Das wird schon. Wer hat denn jetzt eigentlich Hunger? Ich glaube, alle haben Hunger. Wie sieht es eigentlich bei Tore aus? Ja. Komm, wir essen jetzt erstmal zu Abend und dann kann jeder noch ein paar hier abendliche Aktivitäten sich zu Gemüte führen. Kompliment. Und hören, bist du schon fertig im Garten, Alva? Oh, sie ist wirklich schon fertig. Und zwei unserer Pflanzen sind gestorben. Aber ich mache mir jetzt nicht die Mühe, die neu anzupflanzen, weil wir ja eh umziehen wollen. Wir wollen ja eh umziehen. Warum stehst du in der Küche und isst? Wir haben hier auch einen Esstisch. Bist du dir dessen bewusst? Wahrscheinlich nicht. Okay, du hast keinen Hunger, aber Alva hat Hunger. Dann hol dir doch auch mal hier eine Schüssel. Und sonst habe ich jetzt alle, glaube ich, ganz gut versorgt, oder? Ja. Ja, mega. Dann kann Felix, du kannst dann hier die Reste wegstellen. Ja, und dann? Was machen wir denn dann? Er möchte Jessie als Freundin gewinnen, aber das machen wir dann, wenn sie hier wohnt. Neues Rezept lernen, Video und Computerspiele. Das können wir easy machen. Wo ist dein Laptop, Felix? Felix, wo ist dein Laptop? Ach so, da. Ich bin nur blind. Ja, komm, geh mal hier rauf. Finn geht einfach pennen. Okay, alles klar. Frieda ist auch schon schlafen gegangen. Was ist denn los mit euch? Okay. Wo sind die Computerspiele da? Dann kannst du hier auch ein bisschen... Ja, spiel auch ein bisschen SimCity. Komm. Dann haben wir diesen Wunsch auch gleich erfüllt. Die Gäste von Finn werden bald kommen. Beginne mit den Vorbereitungen. Ja, bald. Bald, okay, bald. Was machen die anderen denn? Frieda, du könntest eigentlich noch ein Bad nehmen und dann kannst du auch ins Bett gehen. Und Ture, mit dir würde ich gerne noch ein höheres Level von... Oh, hier ist kein Spiegel. Muss ich schnell einkaufen. Ein höheres Charisma-Level erreichen. Das wäre toll. Oder ich könnte auch einen Spiegel ins Schlafzimmer machen. Das ist eigentlich viel schlauer. Ist eigentlich ist es bescheuert, weil wir... Also es macht keinen Sinn, wenn wir morgen oder so umziehen. Was soll's? Was soll's? Ist egal. Oh, und ich muss vielleicht noch checken, wie viel Geld wir zur Verfügung haben. Das mache ich dann noch. So, ich möchte dasselbe Holz haben. Dankeschön. Das ist wirklich eine schöne, schöne Holztextur. Die gefällt mir. Habe ich die gespeichert? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Die ist super schön. Vielleicht nehmen wir auch die Möbel alle mit. Und richten uns dann im neuen Haus ein. Wobei, die Kinderzimmer werden auf jeden Fall nicht so bleiben. Die brauchen jetzt auf jeden Fall alle Doppelbetten. Weil dann auch Partner und dann... vielleicht ziehen dann aber auch zwei von drei Kindern instant aus. Ich weiß nicht, wen ich behalten will, ehrlich gesagt. Ich glaube, Felix und wer auch immer seine Auserwählte dann sein wird, die werde ich auf jeden Fall rausschmeißen. Aber Finn und Frieda? Schwierig. Schwierig, ich sag's euch, das ist echt schwierig. Vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, was Jessie machen will und was Barshir machen will. Oh, ich muss noch für Barshir... die Nachnamen ändern. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was gute ägyptische Nachnamen sind, aber naja. Okay, so, Ture, du hast es gleich geschafft.
Gleich hast du es geschafft. Gleich hast du ein höheres Level erreicht. Okay. Und dann kannst du ins Bett gehen. Gott sei Dank ist morgen aber auch Sonntag und das heißt, wir können dann ausschlafen. Super. So, jetzt sind alle erstmal im Bett. Und wir sehen uns dann am nächsten Morgen nochmal kurz wieder. Oh nein, im Krankenhaus ist ein Notfall eingeliefert worden und die Hilfe von Felix wird dringend benötigt. Der arme Kerl, der ist so relativ spät ins Bett gegangen, ich hatte ihn irgendwie vergessen und der saß noch am Schreibtisch an seinem Laptop und hat SimCity gespielt. Aber jetzt muss... Nein, nimm dir doch jetzt nicht die Zeit, noch das Bett zu machen. Was ist mit dir? Toll, jetzt hast du Finn auch noch aufgeweckt. Finn, komm. Hier, nee, jetzt leg dich nochmal hin, mach nochmal ein Nickerchen. Excuse me, was ist das denn hier? Was ist das denn? Nein, 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 nein. Das werde ich jetzt gleich mal ändern. Ich weiß allerdings nicht, was die richtige Berufskleidung ist für dieses Level von in der Medizinkarriere. Aber ist egal, ich verpasse ihm jetzt kurz, was anstehen ist, man sieht. Arms a cheek. No, you're not. Bist du nicht. Hier, Karriere. Das dauert jetzt eine Weile, bis das alles geladen hat. Ich hasse diese Kategorien, deswegen hasse ich diesen Bug so sehr und deswegen deaktiviere ich normalerweise diese Abschlussfeier, damit sie nicht dieses blöde Outfit haben. Aber gut, was soll's. Also das hier hat was, ne? Hat was. Nein. was sieht denn hier nach Arzt aus? Ich gehe mal nach ganz unten vielleicht. Das sieht auf jeden Fall schon mal nach Arzt aus. Vielleicht nehmen wir auch das. Okay. Warum ist die Kapuze so komisch durch sein Gesicht durch? Das ist, seltsam. Nee, keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach das hier und nehmen andere Schuhe. Und zwar nehmen wir... Weiß ich nicht, was haben Ärzte für Schuhe an? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht. Wir nehmen einfach Turnschuhe. Wir nehmen einfach Turnschuhe. Die mache ich jetzt weiß. Ah, super. Habe ich die schon gespeichert. Good job. Und dann schauen wir mal, was ist hier... Oh, es gibt keine andere Farbe. Ich möchte das aber nicht in rosa haben, sondern mehr so... Das sind doch immer so grün, diese Kittel, oder nicht? So komisches, giftiges... Nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sehen die denn normalerweise aus? So vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, wir lassen es jetzt einfach mal. Ich speichere das. Und das ist jetzt erstmal seine Arbeitskleidung. Das sieht deutlich besser aus, als das, was wir vorher hatten, to be honest. Ich hasse das. Aber ich dachte auch, hatten wir eine Abschlussfeier? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich an nichts erinnern, aber jetzt ist er bereit, um sich um den Notfall zu kümmern, auf jeden Fall. Das sieht auch gleich viel besser aus. Jetzt kannst du losstarten. Wir haben ja eigentlich kein Auto, oder? Naja, vielleicht nimmt er das Taxi. Das wäre vielleicht... Hä? Wie ist er jetzt so schnell dahin gekommen? Hast du dich jetzt raus teleportiert oder was ist los? Okay. Alles klar. Ich bin froh, wenn wir im neuen Haus sind und nicht mehr so komische Probleme haben. Ich hatte das auch tatsächlich vorher noch nie. Ich meine, ich habe ja mit Custom Content schon recht viel rumgewerkelt, aber das nervt. Frieda, komm, leg dich nochmal hin. Es ist 4 Uhr morgens. Pennt einfach ein bisschen länger, Leute. Das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht auszuhalten. Das ist ja nicht auszuhalten. Oh, Tora möchte eine Party veranstalten. Wie schön. So, Frieda ist auch, Alva ist auch wach. Ja, gut. Wenn ihr jetzt alle wach seid, dann steht halt auf, ne? Dann steht halt alle auf. Ah. Und dann kannst du eigentlich gleich hier runter dich in den Garten begeben, weil da wird jetzt gleich, gleich ist es ja 5 und dann wird hier einiges reif werden, dass wir noch abernten wollen, bevor wir umziehen, weil ich möchte dann auch viel verkaufen. Oh, sie ist jetzt hier komischerweise normal hingekommen. Nee, komm. Ja, da geht's schon los. Hier, pfleg mal den Garten. Wie sieht's aus beim Rest? Sture pennt noch ein bisschen. Felix ist immer noch im Krankenhaus. Der arme Kerl. Der arme Kerl. Also der Rest hier schläft auch noch. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier noch abwarten, bis Jessie um die Ecke kommt. Dann laden wir sie ein, und bei uns zu wohnen. Und dann wird es Zeit umzuziehen, glaube ich. Aber das werden wir dann natürlich erst in der nächsten Folge machen, denn ich muss ja erst was bauen. Wir haben ja noch nichts, wo wir hinziehen können. Nimm dir mal Limonenpfannkuchen zum Frühstück.
Frieda kann sich auch Limonenpfannkuchen nehmen. Jeder kann sich, oder du kannst mal zur Abwechslung Gelee-Sandwich. Ach, jetzt kommt er ganz normal mit dem Taxi oder was nach Hause. Ah, tatsächlich. Aber er geht hinten. Hä? Wo gehst du denn hin? Das ist nicht die Haustür. Ich sag's ja nur ungern, aber das ist einfach nicht die Haustür. Ja, macht doch alle, was ihr wollt. Macht doch alle, was ihr wollt. Das ist ja schrecklich. Gut, vielleicht sollen wir noch kurz duschen gehen, bevor Jessie kommt, weil so wollen wir ihr nicht gegenübertreten. Das wollen wir nicht, nein. Das wollen wir nicht. Mein Akku ist fast leer. Nein, ich möchte nicht speichern. Ich werde schon noch speichern. Früh genug werde ich noch speichern. Upsi. Hab immer noch nicht mal die Einstellungen verändert. Ich muss daran mal denken. Was machst du denn hier? Ich muss kurz ein Bild von ihm machen. Er sieht schon gut aus mit seiner neuen Uniform. Wobei Uniform ist zu viel gesagt. Kittel. So, die Lampe im Hintergrund. Nein. Versuchen wir es mal so. Versteck mal die Lampe hinter deinem Kopf. Die ist nicht so schön. Da, viel besser. Gut sieht er aus. Sehr, sehr gut sieht er aus. Oh mein Gott. Wir sind noch nie die Details an dieser Abzugshaube aufgefallen. Das sieht ja richtig abgefahren aus. Da habe ich noch nie hingeguckt. Finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Wo bleibt denn jetzt Jessie? Wann kommt sie? Um 9? Ich weiß es nicht. Aber während wir warten, könnten wir eigentlich... Die multikulturelle Pflanze. Der Restaurantchef hat eine letzte Aufgabe für dich, bevor er dir grenzenlose Macht über den Garten verleiht. Er bittet dich, 10 selbst angebaute Steaks hervorragender Qualität zum Restaurant zu bringen. Das ist eine beinahe unlösbare Aufgabe, aber du musst einen Weg finden, wenn du die Multikulti-Pflanze haben willst. Ja, ich will. Ich meine, es wird noch ein bisschen dauern, ja, bis unsere Steaks gut genug sind, aber ist egal. Ist egal, wir haben das jetzt schon mal eingeloggt und da kann dann auch nichts mehr schief gehen. Hoffe ich. Dann brauchen wir allerdings noch die Faulapfelbaumgelegenheit, ne? Ah, die kriegen wir schon. So, das Sommerfest ist in der Stadt. Ja, schön. Schön. Aber wir starten bald in Aurora Skies dann wieder im Frühling. Von daher. Was machen wir denn jetzt? Jetzt habe ich immer noch nicht genau rausgefunden, ob es was bringt, Computerspiele zu spielen für das Nerd-Dings. Spiele Videospiele steht hier eigentlich nur, ne? Das ist echt blöd. Ah, aber wir könnten ein paar Comics lesen. Das wünscht er sich eh, oder? Nee, er möchte von Comic-Heften schwärmen. Les mal Lama Mann Nummer 300, bitte. So, und die anderen könnten hier ein bisschen aus... Ach, sie räumt eh schon auf. Das ist ja nett. Hier glitscht wieder alles rum. Oh Gott. Deine Besucher sind soeben eingetroffen. Als guter Gastgeber solltest du sie begrüßen, damit sie sich willkommen fühlen. Ja. Ich weiß noch nicht, wie wir sie jetzt in dieses Haus reinkriegen. Aber es geht schon. So, Finn. Hör mal auf zu lesen und komm hier raus. Du musst sie ja begrüßen. Nicht, dass sie dann denkt, du magst sie nicht mehr und wieder nach Hause geht, weil das ist ja nicht der Fall. Oh, er kann wieder nicht durch die Tür gehen. Aber warum denn nicht? Warum nicht? So, jetzt können wir Hallo sagen. Begrüße sie mal. Sind die jetzt eigentlich schon fest zusammen? Nee, noch gar nicht. Oh, upsi. Sind sie noch nicht mal? Wie krass. Ich dachte, das hätte ich schon erledigt. Alter, wie förmlich sie sich begrüßen. Das ist ja lächerlich. So, jetzt frag erstmal. Kann ich nach ihrem Tag fragen? Ja, kann ich. Frag sie mal nach ihrem Tag. Er möchte ein Techtelmechtel mit Jessie jetzt. Kann ich verstehen. Da war das letzte wohl nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen hier Nettigkeiten austauschen, bevor wir sie fragen, ob sie einziehen möchte. Vielleicht sollten wir sie auch erstmal fragen, ob sie überhaupt mit Finn zusammen sein möchte. Das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Was habe ich jetzt geklickt, Kroketterwitz? Kompliment über Aussehen. Was machen wir noch? Verliebt umarmen ist immer gut. Finn Hummel hat die Stufe Frischling innerhalb der sozialen Gruppe der Sportler erreicht. Ich will aber gar nicht bei den Sportlern sein. Aber Jessie vielleicht schon. Jessie vielleicht schon. So, dann kannst du... Nein, ich will kein keine Autorin werden, fix. Sondern Malerin, okay? Akzeptiere das einfach. So, können wir sie noch küssen? Ja.
Was ist das denn? Nein, jetzt lass mich. Sind wir jetzt schon weit genug, um sie zu fragen? Wahrscheinlich nicht. Hier mal Händchen halten. Und dann machen wir noch umarmen. Und dann ist es vielleicht, dann sind wir vielleicht so weit, dass wir sie fragen können, ob sie tatsächlich seine Freundin sein möchte. Das wäre eine wichtige Information, die wir noch bräuchten. Hier, mach ihr doch mal ein Kompliment über ihren Charakter. Das kommt bestimmt gut an. And now? Name them what? See, Makiala. Oh, ich muss, glaube ich, nochmal ein Bild machen. Cute, cute. Oh, sie hat eine sehr kleine Nase, fällt mir gerade auf. Aber das ist okay. Das ist okay. Okay, und jetzt? Jetzt, da muss ich aber jetzt hier auch dabei sein. Mit der Kamera. Okay. Frag sie bitte, sag ja. Wano. Oh, er sieht aus, als wäre er sehr unsicher. Bitte sag ja. Sag einfach ja. Oh, ich glaube, sie hat ja gesagt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, das muss ich wieder um ungefähr 500 Stufen aufhellen, damit es als Thumbnail taugt, aber ist okay. Ist okay. So, sind sie jetzt zusammen? Ja, sie sind zusammen. Dann, das geht jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber wir fragen sie trotzdem gleich, ob sie einziehen möchte, weil sonst müssen wir sie nochmal einladen und das... Nee. Besser, eigentlich sollten die 3 Tage lang bleiben auf Besuch. Aber bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Also irgendwie, irgendwas geht da immer schief. Und dann hauen sie ab. Und dann muss ich sie wieder einladen. Bisschen blöd. Mach mal von Comic-Heften schwärmen, weil das wünschst du dir ja eh. Dann können wir jetzt quasi 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Küssen möchte er sie auch nochmal. Ja, das machen wir dann alles. Okay, das machen wir dann alles. Aber jetzt möchte ich erstmal einfach, dass sie bei uns einzieht. Schreib mir mal bitte gerne in die Kommentare, was ihr meint. Sollen wir weiter mit Frieda dann? Soll sie bei uns wohnen bleiben? Oder soll Finn bei uns wohnen bleiben? Oder erstmal beide? So, der Einzige, wo ich mir sicher bin, der wird auf jeden Fall rausgeschmissen, ist Felix. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag, aber ich mag die anderen einfach mehr. Okay, so, sie hält ihn für gesellig. Das heißt, wir können jetzt die Frage stellen, glaube ich, bitten einzuziehen. Ja, bitte, mach das. Nice. Sag bitte ja. Nur wie ist die Haushaltshilfe hier reingekommen, wenn alle anderen Menschen nicht die Tür belassen können. Okay, jetzt sag einfach ja. Ja. Cool, sehr, sehr cool. Dann darfst du jetzt gerne bei uns einziehen. Oh, warum bringt sie denn so viel Geld mit? Was? Als ob sie so viel Geld hat. Ja, krass. Okay, das wird dein neuer aktiver Haushalt. Ja, das ist korrekt. Ich weiß nicht, warum wir jetzt auf einmal so viel Geld bekommen haben, aber kann mir nur recht sein. Dann haben wir auch mehr Budget für unser neues Haus. Finde ich sehr gut. Okay, so. Jetzt würde ich gerne noch checken, ob Jessie eigentlich einen Abschluss hat. Oder ob sie den nie fertig gemacht hat. Aber ist mir auch eigentlich egal, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht vor, den nochmal zu machen. Außer ich baue mir vielleicht eine Heimnachbarschaft dann für Aurora Skies, damit wir nicht da hinreisen müssten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin eh gerade dabei, eine zu bauen. Also ich habe ein Gebäude fertiggestellt. Und den Rest muss ich irgendwann noch bauen. Aber das wäre ganz cool. So. Aber jetzt schauen wir erstmal. Nee, sie ist noch nicht fertig und sie ist auch nur auf Note befriedigend. Upsi. Aber sie möchte auf jeden Fall die Profisportlerkarriere einschlagen und bis zur Ermüdung trainieren. Das können wir machen. Klingt gut. Klingt sehr gut. Okay, dann war es das erstmal für heute, denn ich muss jetzt ein neues Haus bauen, damit wir in der nächsten Folge umziehen können. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert natürlich meinen Kanal, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.